Schleift euer Katana, Ghost of Tsushima ist endlich da. Als Jin Sakai müsst ihr euch der ersten Mongolen-Invasion in Japan, genauer gesagt in Tsushima, stellen und das Land der aufgehenden Sonne verteidigen. Tsushima selbst lassen wir aber für heute nochmal eine schöne Insel vor Südkorea sein und kümmern uns mal um Samurai-Spiele als solche. Wir blicken zurück auf einige der ikonischsten Samurai in der Videospielgeschichte. Und um gleich eine Sache mal vorweg zu sagen, es geht hier um Samurai, nicht um Ninjas. Nix also mit Hayabusa und Co. Und falls ihr euch nun dachtet, hä? Ninja ist doch ein Samurai? Hier mal eine ganz, ganz kurze und rudimentäre Erklärung. Während Ninjas quasi sowas wie Söldner im feudalen Japan waren, waren die Samurai ausgebildete Elitekrieger mit einem sehr hohen Ansehen im Land und einem Ehrenkodex, dem sogenannten Bushido. Mehr über das Thema Samurai und über die Geschichte der Insel Tsushima gibt es bald. Außerdem ist auch eine Review zu Ghost of Tsushima schon in der Mache. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal und wenn euch dieses Video hier gefällt, dann könnt ihr mich ja auch mit einem Daumen nach oben supporten. Vielen Dank an alle und jetzt lasst uns endlich mal ein paar Samurai-Games begutachten. Nein, William aus dem Souls-like-Game Nioh ist kein Ninja, sondern wirklich ein Samurai. Okay, ein irischer Samurai, der gegen Dämonen und Co. kämpft, aber hey, Samurai ist Samurai. Nioh vom Team Ninja ist bei der Interpretation eines Samurais auch, ich sag mal freundlich, sehr offen gewesen. Das Spiel bedient sich an vielen realistischen Gegebenheiten und mischt diese mit viel, viel Fantasy sowie japanischen Volksglauben. Im Spiel kämpft ihr gegen Yokais, japanische Fabelwesen, die wir hierzulande in ihrer spielerischen Darstellung wohl eher als Dämonen und blutrünstige Monster betiteln würden. Ein Yokai, auch Mononoke genannt, ist zwar nicht immer so ein Killerbiest, aber wie bereits erwähnt, Team Ninja hat sich da künstlerische Freiheit genommen. Der Protagonist William Adams, den gab es aber wirklich. So irisch, wie er sich in Nioh gibt, war er aber eigentlich nicht, denn geboren wurde er 1564 in Südostengland. Adams war dabei auch niemals ein Krieger oder Söldner, sondern ein Navigator. Im Jahr 1598 reiste er mit einer Expedition bestehend aus 5 Schiffen nach Japan. Nur ein Schiff erreichte das japanische Festland im Jahr 1600. Sein Wissen über den Schiffsbau, der Nautik, Mathematik und der westlichen Welt sorgte dafür, dass er ein hohes Ansehen in Japan genoss und in den Samurai-Stand erhoben wurde. Die Reise in seine alte Heimat zu Frauen und Kindern wurde ihm allerdings auf Lebenszeit untersagt. Ein großer Krieger war er zwar niemals, dafür aber ein großer und einflussreicher Berater, der die japanischen Machtinhaber mit seinen Ratschlägen dazu brachte, sich von Europäern fernzuhalten und ihnen grundsätzlich zu misstrauen. Ein Denkmal in seinem damaligen japanischen Haus und sein noch heute gepflegtes Grab erinnern an den 1620 verstorbenen Adams. Dass Japan noch heute ein so traditionelles Land ist, es liegt zum großen Teil auch am Einfluss von William Adams. Gegen menschenfressende Yokais hat er aber nie wirklich gekämpft. Die Kollegen hier, die haben allerdings gekämpft, in echt und auch im Spiel. Die zahlreichen Samurais im Strategiespiel Shogun Total War. Ich kann jetzt hier keinen der Samurais direkt beim Namen nennen, denn die sind alle namenslos, aber lasst uns doch einfach mal das Kollektiv würdigen. Die Total War Serie ist ein Strategiemonster und manchmal auch ein Meisterwerk gewesen. Riesige Massenschlachten auf dem offenen Feld umbohren oder ganze Regionen. Ihr befehligt eine gigantische Armee und müsst diese mit den passenden Kniffen zum Sieg führen. Mit den Shogun-Ablegern fokussierte sich der Entwickler auf die Hochzeit des feudalen Japans. Vereinfacht ausgedrückt war ein Shogun ein Militärtitel für den Anführer der Samurai. Im Spiel kämpft ihr in fiktiven und historischen Schlachten gegen andere japanische Anführer um die Vorherrschaft im Land. In eine der Erweiterungen müsst ihr euch außerdem gegen die drohende Invasion der Mongolen zur Wehr setzen. In einer Zeit, als die Mongolen eine Weltmacht waren, versuchten diese auch wirklich Japan einzunehmen. Die Samurai konnten sie aber an diesem Vorhaben hindern. Eine der ersten großen Schlachtfelder in diesem Krieg war die Insel Tsushima. Ja, genau das Tsushima, welches ihr auch im PlayStation 4 Exklusiv-Game verteidigen müsst. Die Total War-Spiele sind vor allem aufgrund ihrer Taktik- und Strategieelemente extrem beliebt. Ich persönlich mochte aber immer den historischen Part. Oder anders gesagt, ich war und bin echt mies in den Spielen, hatte aber meinen großen Spaß an den Geschichten und dem historischen Hintergrund. Riesige Schlachten mit Samurais klingt nach einem großen Spaß für euch, aber Strategie und Taktik ist jetzt nicht wirklich euer Ding. Samurai Warriors von Koei Tecmo könnte da euer Spiel sein.
Das Spiel ist ein Ableger der Dynasty Warrior Serie und springt vom chinesischen Setting in die japanische Sengoku-Zeit. Diese dauerte vom Jahr 1477 bis zum Jahr 1573 an. Samurai Warriors bezieht sich zwar auf diese Zeit, nimmt sich aber viele künstlerische Freiheiten. Die Rahmenhandlung mag zwar auf realistischen Geschichten basieren, alles andere ist aber Fantasy. Im Gegensatz zu den Total War Ablegern könnt ihr das Spiel auch nicht wirklich als Vorbereitung auf ein Japanologiestudium benutzen. Ja, die spielbaren Charaktere, wie zum Beispiel Hanzo Hattori, gab es wirklich und ja, sie waren auch Samurais in diversen Schlachten und sicherlich war Hattori, dessen echter Schlachtname übrigens Dämon Hanzo lautete, auch ein extrem geschickter Kämpfer, aber ich glaube, solche Attacken hier hatte er dann doch nicht drauf. Immerhin, wirklich alle Charaktere im Spiel gab es wirklich und auch ihre Backstory ist grundsätzlich korrekt. Alle Samurais im Spiel hat es also wirklich gegeben und alle haben auch einen relativ hohen Bekanntheitsgrad gehabt. Oder anders ausgedrückt, das Drumherum ist realistisch, mehr aber auch nicht. Die Spiele aber waren sehr erfolgreich und es gibt bis heute immer mal wieder neue Ableger. Außerdem gibt es mittlerweile auch Warriors Orochi, was ein Crossover zwischen dem japanischen Samurai Warriors und den chinesischen Dynasty Warrior darstellt. Dieses Spiel ist ein echter Klassiker, der beim Publisher Capcom irgendwie in Vergessenheit geriet. Die Onimusha-Serie mauserte sich in den 2000er Jahren von einem Geheimtipp zu einem richtigen Muss-man-kennen-Game. Spielerisch ist das Ding recht simpel erklärt. Capcom hat die Resident Evil-Mechaniken genommen und diese in ein Samurai-Setting gemixt. Fertig! Nach dem Tod eines japanischen Feldherren wird dieser durch untote Wesen, sogenannte Genmas, wiedererweckt und versucht mit einer Armee der Untoten Japan zu erobern. Im ersten Ableger schlüpft ihr nun in die Rolle des Samurai Akechi Samanosuke. Er muss die Prinzessin Yuki befreien und ganz nebenbei auch noch den untoten Feldherrn oder Nobunaga besiegen. Diesen Feldherrn gab es übrigens auch wirklich. Er war einer der drei Reichseigner Japans Mitte des 16. Jahrhunderts. Es gab allerdings keine Dämon-Stories über ihn. Zwar war er wie gesagt ein Feldherr, er starb aber durch Seppuku, herbeigeführt durch eine Niederlage gegen einen anderen Feldherrn. Onimusha bedient sich also ebenfalls an einer echten Backstory und mixt diese mit sehr viel Fantasy. In den vier Hauptablegern der Serie steuert ihr immer wieder einen anderen Samurai, kämpft dabei aber mehrmals gegen bereits bekannte historische Feldherren, die nun aber untote Armeen befehligen. Warum Capcom Onimusha nach dem Jahr 2006 nicht weitergeführt hat? Weil Resident Evil die deutlich erfolgreichere Marke war und der Publisher im Rahmen von Umstrukturierungen sich auf seine erfolgreichen Serien konzentrieren musste. Trotz des großartigen Teil 3, der unter anderem mit dem französischen Schauspieler Jean Reno versuchte, das Setting in die Gegenwart zu drücken, konnte das Spiel niemals den großen finanziellen Erfolg erreichen, den sich der Publisher Capcom gewünscht und das Spiel sich eigentlich auch verdient hätte. Okay, lasst uns mal zum Abschluss noch einen kleinen Abstecher in den Retro-Bereich machen. Gibt es für First Samurai auf dem Super Nintendo und Amiga irgendwelche geschichtlichen Bezüge? Nein. Es geht um den Kampf eines Samurais gegen Dämonen, finstere Magie und mehr. Ihr kämpft in einem Wald, in einer U-Bahn, einem Gefängnis mit fliegenden Plattformen. Ja gut, okay, ihr merkt schon, die Geschichte ist jetzt hier sehr willkürlich. Warum aber ist dieses Spiel in diesem Video? First Samurai ist hier ein Stellvertreter für all die kleinen oder feinen Samurai-Spiele, die halt keine wirkliche Story oder geschichtlichen Bezug haben, sondern euch einfach ein Samurai mit Katana vorsetzen und dies mit einem zu seiner Zeit beliebten Gameplay mixen. Ein weiteres Beispiel für diesen Mix könnte auch das Shoot'em'up Samurai Aces sein. Ja, hier geht's auch irgendwie um Samurais, aber die dienen auch nur als grobes Setting und nicht wirklich als relevante Gameplay-Mechanik. An welche Samurai müsst ihr denken, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe? Vielleicht an die Kollegen aus dem Online-Spiel For Honor? Oder kennt ihr sogar noch Kazuki Kasame aus dem Neo Geo-Klassiker Samurai Showdown? Generell bieten die zahlreichen japanischen Arcade-Kampfspiele zahlreiche Samurais, die aber nun irgendwie den Rahmen dieses Videos komplett sprengen würden. Wir könnten uns nun auch noch mit der Sengoku Basata-Serie beschäftigen, aber das Thema sparen wir uns erstmal noch auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wenn euch noch ein Samurai einfällt, ab damit in die Kommentare. Aber denkt dran, Samurai, nicht Ninja.